Hallo zusammen, mein Name ist Björn Schwarz und willkommen auf meinem Kanal. Ja, heute reden wir mal über den zweiten Teil von Walking Tall. Ja, das ist ja ein Film gewesen aus dem Jahre 2004 mit The Rock. Und das war sogar auch eine Neuverfilmung aus dem Jahre 1973. Das war dann der Film, der hieß auf Deutsch, glaube ich, der Große aus dem Dunkeln. Okay. Ja, und die Neuverfilmung aus dem Jahre 2004 mit The Rock lief ja auch im Kino, hat ja ziemlich viel Spaß gemacht, der Film. Und dann 2007 gab es dann jetzt eine Fortsetzung mit Kevin Sorbo. Ja, Kevin Sorbo kennen wir ja alle als Herkules. Ja, daher kennt man ihn, oder? Auf die Serie aus den 90er hier mit Xena zusammen und so, wer hat das nicht geschaut? Ja, jeder kennt Herkules, ja. Und ja, seitdem dreht er eigentlich nur noch B-Movies, ja. Walking Tall, würde ich gar nicht so sagen, dass es direkt ein B-Movie ist, denn ja, er nimmt sich ziemlich ernst. Er nimmt sich ziemlich ernst und warum, weiß ich nicht. Der Film, ja, hat einige Probleme. Darüber reden wir es, darüber müssen wir reden. Über The Walking Tall Teil 1 habe ich ja schon mal gesprochen. Dieser Teil heißt sogar Walking Tall The Payback, ja. Da gibt es ordentlich ein paar aufs Maul. Und wer auf sowas steht, ist es ein Rachefilm. Und wer auf sowas steht, der wird hier irgendwie seinen Spaß haben. Also eine große Handlung haben wir ja einfach nicht. Wir haben eigentlich die gleiche Handlung wie im ersten Teil eigentlich ungefähr auch. Ja, es ist aber so, da gibt es so eine Kleinstadt. Und ja, und da gibt es ein paar böse Buben. Und die wollen halt Grundstücke kaufen aus Gründen. Und der Sheriff ist schon ein älterer Sheriff. Ja, der kommt da nicht gegen an. Er ist machtlos. Und dann geht er zum FBI und sagt, hier, ihr müsst mir helfen. Ich komme da nicht gegen an. Die machen alles platt. Die ermorden Menschen und so. Sagt das FBI, ach Quatsch, ihr seid so eine kleine Kleinstadt. Da passiert nichts. Das ist totaler Quatsch, was du erzählst. Geh mal wieder zurück. Wir machen da gar nichts. Ja, aber ich habe hier eine Pistole mit Fingerabdrücke. Nee, mal, das brauchen wir nicht. Das ist nichts. Du kriegst keine Unterstützung. Ja, daraufhin geht der Sheriff dann zu seinem Sohn, gespielt von Kevin Sorbo. Ich glaube, der heißt in dem Film Nick. Nick, ja, ich glaube, der heißt Nick, ja. Ja, und Nick sagt, und Nick soll ihm helfen. Und er sagt so, muss nicht sein. Ja, daraufhin wird dann der Sheriff, weil er hat ja diese Tatwaffe gehabt, die er auch zum FBI gebracht hat, und daraufhin wird er dann ermordet durch so eine Verfolgungsjagd mit Autos und so. Und dann, ja, wird er ermordet. Und Kevin Sorbo, also Nick, der Sohn, will dann Rache. Er will seinen Vater rächen und sagt so, ja, die Bande, die mache ich jetzt platt. Ne? Und dann wird er auch auf einmal ein Sheriff, warum auch immer. Ich glaube, da braucht man keine Ausbildung für. Das wird man dann einfach. Hier hast du einen Stern, bist jetzt hier Sheriff. Mach du mal. Übergangs-Sheriff oder keine Ahnung, was es dann auf einmal ist. Ja, und dann geht es auch richtig los. Dann geht das so los. Das muss ich sagen, das hat mir Spaß gemacht. Dann sitzt er da an der Bar mit den anderen Sheriff zusammen und da ist einer von der Gang. Und er bestellt sich so zwei Bier. Dann sagt der Barmann so, ja, das kostet $6. Und sagt dann, nee, hier, ich bin ja hier der Oberschurke. Das ist die Rollen sind klar verteilt. Es gibt einmal die Bösen und einmal die Guten. Also wirklich, die Bösen, die Guten. Also es ist auch kein charaktermäßig irgendwie was aufgebaut. Die Bösen sehen halt böse aus, die haben so einen Schnurrbart, tätowiert, böse guckend, immer grimmig, immer schlecht gelaunt, immer einen schlechten Schiss gehabt, glaube ich. Und ja, so ist das dann halt auch. Und dann will er diese $6 nicht bezahlen. Und dann sagt Kevin Sorbo so zu ihm, ey, du musst die $6 bezahlen. Nee, muss ich nicht. Doch, musst du. Und dann, ne, holt er seine Leute dazu und dann gibt's eine große Schlägerei. Das macht eigentlich ziemlich Spaß. Die sieht ganz cool aus. Und dann kriegen sie alle ein paar aufs Maul und ja, Kevin Sorbo holt sich dann so eine Schrotflinte, sägt die vorne ab und dann geht's eigentlich los. Dann werden die bösen Buben gejagt. Dann passiert aber auch viel. Dann wird seine beste Freundin brutals vergewaltigt. Komischerweise werden immer Frauen vergewaltigt in solchen Filmen. Ich weiß nicht warum, ist aber so. Dann werden Leute ermordet, die ihr Grundstück nicht verkaufen wollen und das passiert alles so nebenbei. Ich sag, das ist eine Handlung, wie es im Buche steht. Wir haben hier die Bösen, die machen böse Sachen und dann haben wir den Typ, der Rache nehmen will und der rächt sich dann halt. Und dann gibt es so Dialoge, die sind echt mies, die sind echt schlecht. Dann sagt Kevin Sorbo so Sachen so wie,
Ja, aber Rache ist doch keine Lösung, Kevin Sorbo. Heute schon. Ja. Leute. Leute. Ja, das ist doch, das sind doch Sprüche, die sind doch hier bei Temo bestellt, oder? Keine Ahnung, ich weiß nicht. Ja, das Ganze macht eigentlich, ich sag, wer solche Filme mag, da darf nicht großartig irgendwie was erwarten. Aber es gibt hier viele Action-Szenen. Manchmal ist das auch ganz schön ziemlich langgezogen. Dann reden die und reden die. Dann reitet Kevin Sorbo ein bisschen auf dem Pferd durch die Gegend und ja, reden hier und reden da ein bisschen. Ja, ist manchmal ein bisschen langweilig, ja. Aber wenn es dann zum Action rübergeht, dann ist das schon ganz okay. Ja, dann ist das Ende. Der ganze Film ist sehr schwach. Ja, ich muss es ganz ehrlich sagen, der ist schwach. Er lief ja auch nicht im Kino. Der lief ja, der kam ja direkt auf DVD. Und im selben Jahr haben die auch noch den dritten Teil gedreht. Darüber gibt es selbstverständlich auch nochmal eine Kritik. Wenn dann gucke ich mir den dritten Teil jetzt auch nochmal an. Und dann haben wir das Ende. Und dann, ja, telefonieren die so. Ne? Da damals noch mit diesen Klapphandys so. Ne, dieses hier, die kennt ihn von Star Trek, dieser Scotty Beam Me Up, ja, diese Handys hatten sie da noch und dann sagt der Böse so, ja, du hast meinen Bruder ermordet, nee, hab ich gar nicht, ja, doch, hast du wohl und jetzt kämpfen wir zusammen und dann treffen wir uns heute Abend, ja, sagt Kevin Sorbo, nee, heute Abend, das schaffe ich nicht, morgen Mittag, ja, wirklich, so ungefähr, ja gut, dann morgen Abend dann machen wir morgen Abend, ja okay, morgen Abend und dann treffen die sich und dann gibt es ein großes Finale mit viel Explosion und sehr viel Gerangel und Gemängel und ein paar hier und ein paar da und dann gab es dies und das und ja, am Ende gewinnt dann Kevin Sorbo, ist ja klar, und die Bösen sind alle tot. Ne, einer wird noch an so einen LKW dran gebunden, der hat nämlich seine beste Freundin vergewaltigt, der wird dann auch noch mal eben kurz platt gemacht. Dann ist alles gut. Dann ist alles gut. Ja, der Film gibt nicht viel. Der Film gibt halt nicht viel. Er macht im Grunde aber trotzdem Spaß. Also er ist unterhaltsam, ist aber auch schnell vergessen. Also ich habe den Film nicht heute geguckt, nämlich gestern. Und ich musste gerade schon wieder überlegen, was war da nochmal? Weil den vergisst man so schnell. Weil man kann sich den angucken, gute Unterhaltung, dann macht man den aus und dann geht man schlafen. Aber den hat man am nächsten Tag vergessen. So ist das. Ja. Also wenn ich den Film jetzt bewerten solle, von der Skala 1 bis 10. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich den ersten Teil bewertet habe, aber ich gebe diesen Film, ich kann den nicht mehr als 5,5 geben. Ja, von 10 Punkten. Mehr ist da nicht. Er ist kein schlechter Film, ist aber auch kein guter Film und mehr als 5,5 geht leider nicht. Geht leider nicht. Kevin Sorbo guckt auch irgendwie immer gleich. Der hat so eine Art Til Schweiger-Syndrom. Der guckt immer gleich. Der kann keinen Ausdruck. Der guckt immer gleich. Immer. Ne, ob der jetzt traurig ist oder wütend ist oder. Der immer einen gleichen Ausdruck. Das ist so, das ist ein Til Schweiger aus Amerika. Ja. Genau. Ja, das war meine Kritik zu Walking Tall, The Payback. Den dritten Teil werde ich mir natürlich auch noch anschauen. Der läuft, übrigens läuft The Walking Dead, will ich mal sagen, weiß gar nicht warum. Walking Tall läuft zurzeit bei Amazon Prime, da kann man sich die Filme anschauen. Wer auf sowas steht, lohnt sich. Ich kann es nicht empfehlen, aber man kann sich es angucken. Man kann sich es angucken. Es ist ein netter Film und dann ist das auch gut. Dann ist das auch gut. Genau, das war meine Kritik dazu. Falls ihr mehr Videos von mir sehen möchtet, dann abonniert gerne diesen Kanal. Ich wünsche euch alles Gute, kommt gut durch den Herbst und wir sehen uns. Bis dann. Ciao.